Hallöchen alle zusammen und willkommen zu der Bonusfolge von The Legend of Zelda Mystery of Solaris. Ja, das Finale haben wir hinter uns. Wir haben das Spiel zu 100% durchgespielt, haben alle Gegenstände gesammelt, haben alle Herzteile prinzipiell. Ja, grundsätzlich haben wir alle Herzteile. Was wollen wir da noch hier? Ja, es gibt eine Sache, die wirklich auch wirklich nur optional ist und auf die man nicht auf Anhieb kommen würde. Und auf die bin ich auch nicht gekommen, aber jemand in den Kommentaren hat so ein bisschen darauf hingewiesen, ohne dabei irgendetwas zu verraten. Und zwar geht es um den Knochenschlüssel. Ich habe mich gewundert, wozu man den benötigt. Ich bin nicht drauf gekommen, bis ich auf eine Sache gestoßen bin, die mir natürlich auch ein bisschen weitergeholfen hat. Und zwar habe ich herausgefunden, natürlich jetzt nicht von ganz von alleine, ne, mit ein bisschen Hilfe, dass ich im 8. Dungeon etwas befindet, was für uns hier in dem Fall von Nutzen ist. Ich muss mich nur wieder erinnern. Ich muss mich wieder ein bisschen ordnen, wo das genau war. Kommt nach mir. Ich meine, das war die Richtung. Ich meine schon, dass es hier wo war. Aber ich glaube dazu. Ich glaube nicht. Müssen wir die Gegner dazu besiegen? Weiß ich gar nicht. Glaube ich grundsätzlich nicht, nein. Nee, ich glaube, wir müssen den Schalter betätigen. Genau so war das. Hab mir natürlich nicht alles komplett angeschaut. So gehen wir hier. Betätigen den Schalter, damit wir auch durch können. Das war falsch. Es geht noch viel einfacher. Viel, viel einfacher. Aber wie soll man ja sonst darauf kommen, ne? So, das war jetzt die Richtung. Verzeihung, ich muss mich noch ein bisschen ordnen, genau. Das war hier. Also nicht die Stelle, sondern der Schalter. Erstmal muss der betätigt werden. So, dann gehen wir. Müssten wir. Das war, glaube ich, die Seite, ne? Genau, auf die rechte Seite. Dann straight nach oben und die gibt uns erstmal wieder. Genau. Du kriegst. Ja, super. Ich wollte dir eine extra super duper Wirbelattacke geben, aber hat nicht ganz so geklappt. So. Dann erstmal ans Auge vorbei. Und hier drinnen befindet sich die Lösung. Erstmal kümmere ich mich hier um die Gegner. Die sind nicht nur nervig, sondern spielen auch eine Rolle. Und jetzt kommt's, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr von alleine darauf gekommen wärt. Ich weiß nicht, ob es im Game irgendwie einen Hinweis gab. Wenn, dann habe ich ihn nicht beachtet. Oder ich war zu sehr abgelenkt. Oder dieses Detail war für mich persönlich unwichtig. Aber hier in dieser Wand befindet sich etwas Wichtiges. Na, wo ist es? Hier. Wie kommt man drauf? Könnt ihr mir das sagen? Also es ist wirklich optional, aber irgendwo muss es zumindest so indirekt oder rätselhaft erwähnt worden sein. Ich bin nicht drauf gekommen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das zustande kommt, weil ich kann mir keinen Reim draus machen. So, das hier ist hier eine Geheimpassage. Und die hätten wir prinzipiell auch direkt nach dem 8. Den 9. Dungeon. Nein, direkt nach dem 8. Dungeon. Hätten wir das Ganze betreten können. Haben wir aber nicht gemacht. Komischerweise. So, hier. Schmied, ein geheimer Schmied. Und was ist das hier? Moment mal. Hier war doch Billy der Tollkühne.
Interessant, was hat er denn hier vorgehabt? Ist auch so ein kleiner, eventuell ein kleiner Indiz. Weil wir wissen, hier hat Billy gehaust. Ist also, und wir haben auch komischerweise auch im achten Dungeon den Spiegelschild bekommen. Und was ist das? Ist das nicht das echte Schloss Hyrule aus A Link to the Past? Meine Güte, was ist denn hier los? Ja, prinzipiell können wir hier ganz kurz durch. Weil alle Türen sind hier verschlossen. Dann können wir hier weiter. Hier sind wir schon glaube ich, in einem der Dungeons. Außer Link to the Past. War das aber schon der erste Dungeon oder war das der dritte oder zweite Dungeon? Zumindest laut der Musik zu urteilen, war das einer der ersten drei Dungeons. Ich kann mich nicht mehr an die Reihenfolge erinnern. Aber nettes Easter Egg. Wir machen quasi so eine kleine Zeitreise. Und überqueren alle Dungeons. So, hier wäre normalerweise der Eingang, aber da wir nicht in A Link to the Past sind, spielt es natürlich keine Rolle. Trotzdem, man kann ja sehr viele Herzen einsammeln und auch ansonsten die Krüge so ein bisschen untersuchen, um so ein bisschen Energie zu gewinnen, also ein bisschen Magie. Und seine Waffen so ein bisschen, also sie ein bisschen aufzurüsten, so die Bomben ein bisschen, Wobei, naja, ich habe genügend Bomben, aber nehmen wir an, ihr habt jetzt nicht genügend Bomben, dann könnt ihr halt eben diese ganzen Krüge hochheben. Auch wenn das jetzt nicht der Hauptgrund ist, weswegen wir hier sind. Es gibt nämlich einen anderen Grund, weswegen wir hier sind. Klar, es ist halt so ein Easter Egg, eine Referenz. Weil darauf, groß und ganzen, basiert ja das Spiel auf A Link to the Past. Und zusätzlich auch ein bisschen Link's Awakening. So, dann geht's weiter. Das ist auch schon der nächste Dungeon. So, hier, glaube ich, können wir den Enterhaken verwenden. Beispielsweise. Finde ich sehr cool, dass das hier mit drin ist. Und hier wäre normalerweise, glaube ich, ein Schlüssel oder das Dungeon-Item. Wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Deswegen legt mich bitte nicht darauf fest. Okay. Dann können wir da nach oben. Upsala. Und gelangen direkt zum nächsten Dungeon. Was auch ziemlich nice ist. Und hier gibt es tatsächlich eine Truhe. Können wir die öffnen? 20 Rubine immerhin. So, dann müssen wir runterfallen. Anders geht's nicht. Was passiert, wenn wir hier... Okay. Das war, glaube ich, falsch. Also wir müssen auf jeden Fall rüberspringen. So. Boah, auf die aufpassen. Weil die können ja diesen Mechanismus aus Versehen betätigen. Also wenn wir denen zu nahe treten, dann schleudern sie uns halt weg. Und das war's dann auch schon wieder. Ja, wirklich sehr, sehr nettes Easter Egg, wenn ihr mich fragt. Extrem gut. Wirklich sehr, sehr gut. So. Schon wieder ein Dungeon? Meine Güte, was sind das hier für Zustände? Meine Güte, du. Also damit rechnest du natürlich nicht, aber ist eine sehr, sehr nette Überraschung. Finde ich sehr, sehr gut. So, ich glaube, diesen Schalter kann man oben nicht betätigen. Zumindest jetzt nicht hier in dieser Fassung. Glaube ich zumindest nicht. Ich meine nicht. Nein, nein. Also müssen wir wieder durch eine Tür. Genau die hier. Also hier gibt es wirklich einiges zu entdecken. Einiges wirklich zu entdecken. Okay, hier geht's nicht weiter, alles klar. Ja, echt eine positive Überraschung. Kann man nicht anders sagen.
So, dann wollen wir hier direkt durch. Meine Güte, was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder der nächste Dungeon. Und schon wieder einer, meine Güte. Durchaus interessant. Ich meine, das geht ja nur noch die Seite und so ist es. Ja, diesen Dungeon kenne ich, an den kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, einer der ersten sogar. Und hier kann man leider nichts in die Luft jagen, auch wenn es danach aussieht. Ist leider nicht möglich, aber was soll's. Ist auch nicht so schlimm. Ist in Ordnung so, wie es ist. War das auch ein Dungeon? Kann ich mich gar nicht erinnern. Gab es eine Höhle als Dungeon? Vermutlich ja, oder? Wie gesagt, ich habe schon lange das Spiel nicht mehr gespielt, deswegen kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es einmal durchgespielt, und zwar die Game Boy Advance Version, die ich als letztes gespielt habe, und das ist auch sehr, sehr lange her. Deswegen kann ich mich nicht ganz daran erinnern. Aber es ist schon ein gutes Spiel. Es ist ein richtig tolles Spiel, A Link to the Past. Sollte man mindestens einmal gespielt haben in seinem Leben. Ein richtig gutes Spiel. Kann man nicht anders sagen. So, dann können wir, glaube ich, hier straight durch. Genau so sieht's aus. Ja, ich meine, dass wir einen Dungeon hatten, wo es dunkel war. Ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können, ja. Und was ist hier drin? 3 Bomben. Okay, ist okay. Ist okay. Möglicherweise war das auch das Dungeon-Item in diesem Dungeon. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich denke mal, ich habe es oft genug erwähnt. Deswegen brauche ich es nicht mehr nochmal zu erwähnen. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Und hier, was ist denn das? Eine verschlossene Tür. Mit einem goldenen Schlüssel auch. Und das passt doch irgendwie hier dazu. Du benutzt den Knochenschlüssel. Was denn auch sonst? Ja, und wer der auch noch für den Gegner begrüßt, der mag das gar nicht. So, und das ist hier die wichtigste Truhe im Spiel sozusagen. Ja, nicht unbedingt, aber sie hilft schon einem weiter, hätte ich. Und das ist so nach dem Motto, hätte ich das doch schon vorher gewusst, dann wäre vielleicht der Kampf gegen Ganon sogar noch schneller vonstatten gegangen. Auch wenn es ein Kampf mit bestimmten Phasen gibt. Aber okay. Was bekommen wir? Du hast den Heldensäbel gefunden. Das heißt, wir haben ein Super-Duper-Schwert bekommen. Also quasi ein Schwert Level 3. Dieses neue Schwert ist doppelt so stark wie das alte. Das ist krass, liebe Freunde. Das ist krass. Wir haben jetzt... Wir können jetzt jeden, so gut wie jeden Gegner, glaube ich, one-shotten, wenn nicht sogar jeden Gegner. Ich würde es gerne. Man hört es auch richtig. So richtig bassig. So richtig mit viel Bass und Wumms. Das hörst du regelrecht. Ja, die Gegner konntest du vorher nicht one-shotten. Da haben, glaube ich, mindestens 2 Hiebe. Also es hat mindestens 2 Hiebe gebraucht, genau das wollte ich sagen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich wäre persönlich nicht darauf gekommen. Ist eine sehr angenehme Überraschung. Ja, genau diese Gegner. Die sind ja auch um einiges stärker als die normalen. Laufe ich gerade im Kreis? Ja, ich laufe gerade im Kreis. Ja, hier war es, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau, hier war es. Ja, okay. Das ist sehr, sehr interessant. Schade, dass man nicht die kompletten Dungeons hier durchspielen kann, aber ist ja auch logisch.
Es soll ja nur ein Easter Egg sein, es soll nur eine Referenz sein. Und dafür ist es auch ganz in Ordnung. Kann man nichts gegen sagen. Ich glaube, hier oben war auch keine Tür, ne? Ne, hier war keine. So, diese Gegner konnte man auch nicht sofort besiegen. Zwei Hiebe. Ich glaube, mindestens drei oder vier Hiebe hat man dafür benötigt. Ich habe jetzt auch nicht nachgezählt. Ja, also, nimm mich jetzt bitte nicht beim Wort. Oder war das gar nicht hier? Ich bin gerade ein bisschen blind, das kann auch sein. Hier waren wir. Oder kommen wir gar nicht mehr hier raus? Oder ich bin nicht tief genug hier reingegangen? Nein, hier ist alles okay. Ich habe vergessen, wie wir hier reingekommen sind. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Aber die Krüge haben, glaube ich, nichts damit zu tun, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben nichts. Aber es ist ja auch, glaube ich... Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz so wichtig. Ich speichere trotzdem einfach mal, weil wir das jetzt haben. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Es würde... Ah, doch, doch, doch. Okay, das habe ich nicht gesehen. Alles klar. Weil ich wollte zumindest hier nochmal rauskommen. Das war mir sehr wichtig, dass wir hier rauskommen. Okay. Das ist doch gut. Das gefällt mir. Feier ich. Das war knapp. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, dass wir hier nochmal die Dungeons aus A Link to the Past sehen. Und natürlich auch Schloss Hyrule, das richtige Schloss Hyrule. Aus A Link to the Past. Also Nostalgie pur. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. A Link to the Past und Link's Awakening gehören auf jeden Fall zu meinen absoluten Favoriten. Mache ich auch kein Geheimnis draus. So, diese schöne Musik. Ja. Das Original Schloss Hyrule sozusagen. Ja, wunderschön. Gut. Aber Leute, wie ihr wisst, hat auch jede Reise jetzt letztendlich auch ein Ende. Und das ist auf jeden Fall definitiv das Ende. Das Secret Ending, wenn man so haben will. So ein richtiges Ending ist es jetzt nicht. Es ist aber ein nettes Easter Egg und ein wichtiges Item, finde ich eigentlich. Das ist sehr gut versteckt. Und meine Frage an euch, falls ihr dieses Spiel schon mal gespielt habt, ja, wirklich für den Fall, dass ihr es schon mal gespielt habt und das durchgespielt habt, seid ihr von alleine drauf gekommen? Und wenn ja, wie seid ihr darauf gekommen? Seid ihr zufällig darauf gekommen? Oder gab es irgendwelche Hinweise im Spiel diesbezüglich? Weil ich persönlich wäre gar nicht drauf gekommen. Oder es gab einen Hinweis und ich habe ihn einfach nicht großartig beachtet, weil der vielleicht für mich keine große Rolle gespielt hat. Aber vermutlich geht es auch vielleicht den einen oder anderen so. Weiß ich nicht.
Oder vielleicht stehe ich da total alleine da. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben das Spiel jetzt wirklich zu 100%. 110% jetzt gespielt. Ich sag jetzt mal 110%. Wir haben jetzt das Spiel zu über 100% gespielt und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir dieses Spiel zu über 100% gespielt haben. Ich sag jetzt über 100%. Egal, ob euch jetzt triggert oder nicht, ich sag's jetzt einfach so. Es war auf jeden Fall ein Vergnügen, mein erstes Zelda-Spiel hier auf diesem Channel zu spielen. Und wie gesagt, es folgen auf jeden Fall weitere Zelda-Games. Also nicht traurig sein, falls dieses Game jetzt vorbei ist. Es folgen auf jeden Fall andere Games. Und deswegen nicht verzagen, den Starvicom fragen, denn der hat auf jeden Fall weitere Games für euch. Wann und wie werdet ihr noch erfahren. Deswegen auf jeden Fall den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren oder regelmäßig mal vorbeischauen, falls ihr nicht benachrichtigt werdet. Weil YouTube hat auch manchmal die Eigenschaft, dass manche Zuschauer eben nicht benachrichtigt werden und sie sagen doch Bescheid, ich bin gerade erst auf dieses Video gekommen und ich wurde nicht benachrichtigt. Ja, ist natürlich blöd, aber so ist halt YouTube, ne? YouTube kann auch manchmal richtig fies sein. Anders kann man das jetzt nicht sagen. So, aber das war's jetzt auf jeden Fall mit The Legend of Zelda, Mystery of Solaris. DX, wohl bemerkt, weil es gab ja auch ein Original. Wir haben die DX-Version gespielt, eine auf jeden Fall technisch bessere Version vom Original. Das Original habe ich nicht gespielt, habe ich auch nicht das Interesse daran, das zu spielen. Wurde, glaube ich, auch mit einer veralteten Technik programmiert, mit Visual Basic, glaube ich. Oder war das C++, war das C-Sharp, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ganz ehrlich, Leute, wir müssen jetzt darüber nicht diskutieren. Diese Version ist auf jeden Fall besser, Punkt. Keine Diskussion jetzt, ja? Wir wollen das Ganze positiv beenden, okay? Okay, alles klar, Leute. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ich kann euch bei meinem nächsten Projekt, bei meinem nächsten Let's Play begrüßen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr, sehr stark, sehr, sehr toll und überragend. Und hast du nicht gesehen, wäre auf jeden Fall super von euch. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.